Mein Name ist Georg Kiska, bin der Gründer von Kiska. Wir entwickeln Marken via Design. Zu viel Routine und Abenteuerlust. Die Vorstellung, für wen zu arbeiten, ist leichter als unter wem zu arbeiten. Am meisten lernt man, dass man Demut braucht und Glück. Wobei Glück für mich heißt Chance meets a prepared mind. Das Wichtigste ist, dass man tut, was einem Spaß macht. Weil hinterher kann man sich nicht aussuchen, ob man es 8, 12 oder 16 Stunden am Tag macht. Ich würde sagen, so viel wie notwendig. Und notwendig ist nicht immer gleich, sondern es gibt intensivere und weniger intensive Phasen. Im Schnitt habe ich eigentlich immer geschaut, dass ich vielleicht so mit 60 Stunden pro Woche durchkomme. Meiner Lieblingskunden sagt immer, es gibt zwei Innovationstheorien, die erzwungene Innovation und die freiwillige. Die freiwillige ist bei weitem die schwierigste. Alle Leute, von denen man was lernen kann. Analysieren, verstehen, ändern.